erstes Testspiel gegen Pforzheim, meine Lieben. Gucken wir gleich mal, wie wir uns schlagen werden. Wie gesagt, wir müssen die Mannschaft, die ist ja, ja so momentan ja noch im Umschwung. Die Zielstellung für uns liegt natürlich viel weiter oben, langfristig gesehen. Dass wir da aber nochmal ein bisschen taktieren müssen. Vielleicht sogar ein bisschen wie an der Transferschraube hantieren wollen. Und den Kader ein bisschen ausdüngen. Ein paar Spieler würde ich ganz gerne frühzeitig schnell loswerden. Das greifen wir auch in dieser Folge jetzt an. Aber zuerst mal gucken wir rein. Ungelesene Nachrichten, neue Mitarbeiter. Super, er ist jetzt Co-Trainer-Chef. Ja. Muss die gleich mal dann. Kann ich die nicht zum ersten machen? Genau, hier ist er. Position ändern. Co-Trainer 1. Ja, beide tauschen, alles klar, sehr schön. Amateur- und Jugendtrainer sind so die nächsten Positionen, aber da mache ich mal ein bisschen langsam. Ich will jetzt nicht gleich alles hier, ganze Kohle, die ich habe, hier für draufdröseln für die ganzen Mitarbeiter, sondern da können wir auch noch ein bisschen selber einstellen und machen. Da werden wir mal schauen. Okay, so richtig fit ist die Mannschaft noch nicht. Da muss was passieren, ganz klar. Trotzdem mal das Spiel angreifen, ne? Also. Mal gucken, wie wir mit der aktuellen Mannschaft, die jetzt hier so am Start ist, gegen Pforzheim eben im Trainingslager aufgehen. Okay, Ansprachepunkte. Warum habe ich denn so viele Ansprachepunkte? Hey, Wahnsinn. Wir werden nicht verlieren. Ist wohl nicht schwer auszusagen, ne? So, gucken wir mal. 0-0 bisher. Geht ruhig ein bisschen mehr. Ich habe mit Taktik auch noch gar nichts eingestellt, muss man auch sagen. Rutnev jetzt hier mit dem 1-0. Okay, nicht schlecht. Hat auch die beste Note von allen. Son kämpft ein bisschen. Gucken wir doch mal rein. Okay, ihr seht schon, da haben wir gar nichts eingestellt. Einsatz. Ah, man kann ein bisschen schrauben hier im Einsatz. Sehr schön. Das ist neu. Klasse. Absetzfalle mitnehmen. Ja, machen wir hier auf, wie das sich gehört. So, okay. Flankenposition. Ja, ruhig hier. Ja, eine prozentuale Anzeige, ne? Ist ja nicht schlecht. Wenn es übernommen wird, das wäre cool. So. Vorsichtig, riskant. Normal halt, direkt wäre schön. Und Passspiel. Ja, ich finde, Nischen finden aus beidem, ne? Spielmacher ist klar, das ist Van der Vaart. Wir geben mal die Angriffsseite aus, und zwar Mitte rechts über Son, Rudnes, Ecken, probieren wir mal über einen kurzen oder langen. Okay, Pressing, Abwehrdrittel oder überall, ja, gegen so einen Gegner können wir dann auch schon Vollgas geben. Ach, gibt es 80%? Ist ja krass. Abstöße, auch halb so wild, okay. Ja. Laufwege mache ich mal später. Wir machen erstmal, gucken mal, wie das läuft jetzt. Jeder Check ist echt schwach. Mal gucken, wen kann ich denn alternativ einsetzen. Westermann Badelji. Ja, bringen wir doch mal gleich. Bringen wir doch mal. Badelji für Jera Check. Adler mit einer 4. Aogo mit einer 4. Jetzt Linksverteidiger. Wäre dann noch alternativ. Westermann, Rajkovic, Dickmeier, Jiracek wieder erst, der draußen ist. Ja, lassen wir mal laufen. Beister, Maximilian Beister, ist auch nicht so schlecht. Ja, den können wir nochmal reinbringen dann für Son. Und Aslan dann nochmal. Okay. So. 2-0, sehr schön über Rudnevs. Vorlage Jansen. So, kurz vor Schluss nochmal auswechseln. Hab's eben suchen müssen, wo es denn ist. Ich hab nämlich leider keine Anzeige gehabt. Hab's nicht sofort gesehen, wo der Unterbrechungs-Button ist. Ja, jetzt kommen sie nur ein paar Sekunden rein. Aber ist halb so wild, ist ja nicht so wichtig. Aslan wollte ich für Van der Vaart reinbringen. Und Mancien, ein bisschen
Rotieren für Rajkovic. Okay. Dann sind die ja schon nach dem Ding zu Ende. So, schon vorbei. Ah, die wurden noch an der 83. Nee, wurden gar nicht mehr eingewechselt. Ach, ärgerlich. Mensch. Ja, da war ich zu spät. Da hätte ich früher klicken müssen. Hab's aber nicht gefunden gehabt. Aber jetzt weiß man's ja. Van Bergen von YouTube erklärt Philipp Lahm vom FC Bayern München zu seinem Lieblingsspieler. Ist natürlich auch eine Anzeige im Kicker, ne? Also, wenn sonst keine Sorgen gibt. Alles klar. So, in 36 Tagen Supercoppa. Das Finale findet in Barcelona statt. Alles klar. Verletzungen sind auch soweit geregelt. Kaufangebot für Lennart Sova. Duisburg hat sich wegen des Kaufs von Lennart Sova gemeldet. Der Verein bietet eine Ablösesumme von 45.000. Möchten Sie verhandeln oder das Angebot direkt ablehnen? Wer ist denn bitte Lennart Sova? In unserer zweiten 2,5 Sterne Linksverteidiger mit einer 57. Auch schon 19, ne? Ja, ruhig ein bisschen ausdüngen. Habe ich nichts dagegen. Ja, verhandeln, ruhig ein bisschen ausdüngen. Das war sowieso jetzt das Ziel der aktuellen Folge. Und zwar, ja, Skjelbred möchte ich ganz gerne loswerden. Schnelles Angebot, Transfer, Spiele anbieten. So, verkaufen. Marktwert 1,2 Millionen. Ablösesumme 1,2. Marktwert. So, dann gucken wir doch mal, was du da rankriegst für ihn. Der Jacobo Sala, das wäre so einer, den man mal im Auge behalten müsste. Ist nicht so schlecht. Als Spieler, die wir dann noch am Start haben. Chi Jin Lam. Das ist auch ein herrlicher, ne? Ja, wir haben zu viel Rechtsmittelfeld. Wir haben Son dort. Wir haben Son, der da spielen kann. Danach haben wir noch Elisevic dort. Beister haben wir dort. Also es sind schon drei Leute auf einer Position. Ist ein bisschen viel, ne? Elisevic, was kann der denn alternativ? Der kann auch linkes Mittelfeld spielen, okay. Dann sehen wir mal Elisevic als Backup für Jansen. Gutes Backup. Und Beister als Backup für Son. 21 und Son ist wie alt? 20, okay, krass. Aber da müssen die Jungs hier gehen. Salah würde ich noch drin lassen. Salah würde ich noch mal ausbauen, aber Zi Jin Lam Aktionen Vertrag Spiele anbieten verkaufen für Marktwert 625. Ja, runter. Hauptsache wir kriegen das los. So. Zentrales Mittelfeld. Momentan haben wir ja keine zentralen Mittelfeldspieler als solche, oder zumindest haben wir die Position nicht so besetzt. Ist halt die Frage, ne? Kacza, Goiko Kacza, Spielerinfo. Ja. Ja. Ja, Leute. Ja. Mach ich mal ein bisschen einen auf Magat hier, ne? Heute. Marktwert 1,1 Millionen. Das werden wir viel nicht kriegen. Wie wär's mit 1,5? 1,9 probieren wir mal. So. Robert Tesche, Tom Mickel. Ja, Tom Mickel rein, Dropny raus. Dropny. Transferstatus ändern. Wo haben wir's? Da mache ich nur mal auf Transferliste. Marktwert 2,2, ja, kann man mal 2,5 verlangen. Machen wir mal 3. Okay. So, Tesche. Ja, habe ich nochmal drin lassen, Tesche. Ansonsten. Naja, da gucken wir dann erstmal. Das ist nicht einfach, ne? Da sind schon ein paar Klöpse dabei. Wie sieht's denn aus? Ja gut, da müssen wir mal schauen. Linkes Mittelfeld. Innenverteidiger.
Wir haben einen 23-Jährigen und einen 20-Jährigen. Ja, da müssen wir mal schauen. Wenn wir die was verkauft kriegen, setzen wir dann nochmal an und suchen uns nochmal Alternativspieler. Noch ein bisschen mit Erfahrung, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier? Transfers der Woche über den Transfermarkt.de. Okay. Cemai ist der bestverkaufteste diesen Saison. Okay, ja, so war. Geduld, Verhandlungspartner. Ich würde mal sagen, probieren wir mal 70.000. Anteil am nächsten Verkauf 5%. Mal gucken, was sie sagen. Vielleicht gehen sie ja mit. Sind schon gescheitert. Ach du Scheiße. Dann kriegen wir doch nicht los. Okay. Dann direkt weiter. Ich will mal schauen. Training, okay. Konditioneller Zustand ist okay, aber nicht toll. Ja, da muss ein bisschen mehr ran, ja, Globo. Haben wir schon gleich das nächste Spiel. Da kann schon ein bisschen was laufen. So, okay. Es gibt ja alle keine Vereine interessiert an unsere Jungs. Ich werde verrückt. Kein Verein an Lahm interessiert, an Katscha interessiert. Ja, da muss ich die dann auf die Transferliste setzen, die Jungs. Katscha, Lahm, Skjelbred. Auf Transferliste zum Verkauf setzen. Bei ihm ist es Marktwert. Änderung übernehmen. Das gleiche geht für Lahm. So, 625 wert, dann mache ich mal 800 raus. Ja, kann auch 750 sein. Ich will sie ja loswerden. Änderung übernehmen. Und Katscha. Ja gut, der ist gerade verletzt, das ist natürlich schwierig, ne? Es ist schwierig. 2 Millionen. Okay, Dropney haben wir auch drin. Und der Rest passt eigentlich. Rincon wird auch noch wieder kommen, ist auch ganz wichtig. Ich denke mal, der wird dann auch wieder aufbauen. Thomas Rincon. Okay. Ja, wenn wir die verkauft kriegen, dann schaue ich dann mal weiter. Ansonsten machen wir eben fix. Ah, ich habe jetzt vergessen, die Taktik vorher einzustellen. Müssen wir noch machen. Müssen wir gleich mal machen. Und zwar, da steht schon 1-0. Gehen wir mal fix jetzt. So. Machen wir jetzt nochmal fix, wie wir es vorhin hatten. Ruhig ein bisschen Gas. Zicki-zacki. Ich habe es ja noch halbwegs im Kopf, wie das war. Mal ein bisschen drauf einschießen. Wir gehen über rechts. Über den guten Son. Ja, Pressing ruhig auf volle Lotte. Okay, das Rest passt eigentlich. Flankenhöhe kann auch gemischt bleiben. Du musst ein bisschen kreativ sein, ne? Also, jetzt nur zu sagen, ja, nur flache Flanken, das ist ja Blödsinn. Okay, Van der Vaart hat einen Elfmeter verschossen, ist ja interessant. 3-0, Van der Vaart. Ich glaube, wie viel Vorlagen hat er jetzt gemacht? Und eine ganze Menge waren dabei. Son mit einer 4. Okay. So, Halbzeitansprache. So haben wir uns das vorgestellt. Schön. Spielergespräche können wir auch noch ein bisschen machen hier. So, gucken wir doch mal. Massage. 3 Massagen übrig. Ist ja interessant. Ja, hier, Van der Vaart. Kriegt man eine Massage. Aber nicht so feste. Rutner kriegt auch eine. Mit Lavendelöl. Und Aogo, weil er eine 2 hat, der kriegt auch eine. Aber der hat so kalte Hände. Wie abgefahren ist denn das bitte? Ist ja abgefahren. So, okay. Ach, jetzt geht die Stimmung nach unten. Gucken wir doch mal. Heung-Min Son. Motivieren. Ah, hier sehen wir gleich die jeweiligen Effekte. Sehr schön. Sie können keine besondere Stimmung ausmachen. Und Westermann. Motivieren. Plus 1. Wie viel kann ich denn hier bearbeiten? Alle? Diekmeyer kann ich ja ruhig mal kritisieren. So schlecht war ich nicht, doch. Doch. Cool. So, jetzt in der 60. Minute müssen wir ein bisschen wechseln wieder. Ihr wisst es.
Aslan, jetzt komme ich schon langsam, komme ich rein, weiß genau, wo die Leute hin sollen, wo sie hingehören. Es ist auch nicht so schwer. Es sind ja auch bekannte Spieler. Es ist jetzt nicht so, dass die alle neu und frisch sind, sondern es sind ja wirklich ein paar bekannte Gesichter dabei, die man auch schon kennt aus der Bundesliga. Jetzt kann ich keine mehr machen, schade. Wäre cool, wenn ich nur zwischendrin einen massieren könnte. So, 3-0, 4-0. Alles klar. Ja, solide, ne? So kann man sich doch einschießen. Ganz cool. Er war Spieler des Spiels. Rudnefs. Van der Vaart mit einer Vorlage. Heung-min Son mit einer. Und René Adler mit einer. Ja, so. So schon ordentlich. Bester Spieler. Ah, schön mit Sternchen jetzt auch noch. Und Asan hat auch nochmal eine Vorlage gemacht. Schön. Und Berkentor. Klasse. Schön. Ich würde auch sogar probieren, nochmal ein bisschen zu taktieren, mal mit zwei Stürmer zu spielen. Mit Beister drin, weil Son war bis jetzt noch nicht so überragend. Wäre doch nochmal ganz interessant, denke ich. So. Okay. Ja, die Bundesliga dauert noch ein bisschen hin, liebe Leute. Das ist klar, da haben wir noch ein bisschen zu tun. Jetzt gehen wir doch mal in die Scout-Bericht anzeigen. Gegen Darmstadt, okay. Bester Spieler ist Elton Da Costa. Mit einer 65, das ist überschaubar, ne, was sie können. Sie können sich verstärkt auf Angriffe über die rechte Seite einstellen. Sehr schön, dass es hier auch die Scout-Berichte jetzt direkt gibt. Schön, schön. Taktik. So. Ja, das mache ich ja sowieso alles selber. Da brauche ich keinen einstellen. Ich gehe mal mit normalen Einsatz. Probier's nochmal über rechts, links. Und zwar ein bisschen detaillierter bitte. Abseitsfalle. Wir wollen ja ein bisschen offensiver auftreten. So. Ich könnte sogar Son als Sturmtank nehmen. Ist ja interessant. Okay. Pressing, volle Lotte. Ja, können wir ein bisschen zurückgehen heute mal. 70%. So. Achso, ich könnte mal reinschauen in die Laufwege. Und die individuellen Anweisungen sind auch noch wichtig. Die muss ich auch noch einstellen. Ja, das passt eigentlich soweit. Ich bin nicht so ein Fan von den offensiven Verteidigern. Warum ist ein Son jetzt HS? Stimmt doch gar nicht. Der ist doch gar nicht HS, der ist doch RA. Wer hat denn da umgestellt? Welcher Hund? Schweine! Irgendein Verrückter hat... Habe ich da aus Versehen drauf gedrückt? Ja, ich glaube bald, ne? Ja, ich glaube bald. Ich habe selber drauf gedrückt. Vor lauter Aufregung wahrscheinlich. So. Ja, so stimmt's auch wieder. Okay, Anweisungen. Laufwege sind ja klar. Ja, der kann da mal einen Platz machen da hinten. Für das Geld, was er verdient, ne, kann sich der Van der Vaart auch ein bisschen bewegen. An ihm wird es auch so ein bisschen hängen, ne? Wir haben ihn ja jetzt schon direkt Saisonbeginn, das ist ja schon vorteilhaft. Mal gespannt, wie der wirklich einschlägt, ne? Ob er wirklich diesen entscheidenden Unterschied macht. Puh, bin ich gespannt, ich weiß es noch nicht. So. Ungelesene Nachrichten, Verletzungen. Neue Partnerin. Au, 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 au. Lieselotte, Lieselotte, sie heißt Lieselotte. Ach du Scheiße. Hier etwas schenken. Blumen. Schön. Lieselotte. So, Mick, sein Vertrag läuft aus, okay. Warum kriegen wir keinen Spieler verkauft? Geht mir ja los, ne? Also. Unsere ausrangierten Sonderkräfte da. Na gut, okay. Mal gucken, gegen Darmstadt sollte eigentlich auch kein... nichts anbrennen eigentlich, ne? Also es ist halt echt überschaubar. Geht raus und spielt ordentlich Fußball.
Ah, tun wir so ein bisschen schwieriger schon, ne? Sind schon 30 Minuten rum, noch 0. Jetzt 1-0 wieder von Rutnefs. Hält sich gut, der Rutnefs, also kann man echt nichts sagen. Halbzeitansprache. So. Westermann. Mal gleich gegen Badei austauschen und los geht's. 1-1, oh. 1-1 steht's. Wollen wir doch mal mit zwei Stimmen probieren? Ich würde bald sagen, ne? Also, ein raus, jeder Check raus, Berg rein. Bin gespannt. Jansen, gelbe Karte, also Elisevic rein. Manchen, bessere Note oder bessere Wertung als Bruma. Okay. Na, okay, 2-1, sehr schön. Wäre schon eine Schmach, ne? Unentschieden gegen Darmstadt. Ne, alles klar, alles im Lot. Mehr oder weniger Arbeitssieg. Die Frequenz, die wir gerade haben, auch von den Spielen, ist ja relativ hoch. Also, da kommt schon das nächste Frontspiel gegen Karls als Jena. Cavallo wechselt.